Alles klar, hörst du mich, oder? Ja, einmal frei. Dass das anständig funktioniert derzeit. Oh, Metallopolis. Mal gucken, ob das eine Close Spawning Position ist oder eine nicht so Close Spawning Position. Was haben wir da? Flandi spielt Terraner. Furzboy, Silvio. Ein Random, da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Sir kann ja nicht so gut, wie ich das mitgekriegt habe. Naja, also wenn er es wegkriegt, hat er schon verloren. Na, dann hoffen wir mal, dass er keinen Sir kriegt. Ansonsten können wir das eigentlich in die Tonne treten hier, habe ich so das Gefühl. Aber mal gucken, okay, Andy, unser Goldliga-Veteran gegen Furzboy, unseren Silverliga-Veteranen. Und er hat Terraner, oder? Sehe ich so richtig? Einmal frei, seine Lieblingsrasse. Müsste was gehen. Dann mal gucken, was abgeht bei den Herrschaften, ob man ein One-on-One-Bild sehen, Two-Rex und dann Tech, also Mac mit dazu, oder was auch immer kommt. Mal gucken. Andy ist eine knappe Sekunde faster in der WBF-Produktion schon, einmal frei. Also, was hier natürlich gut ist, ist, die sind nahe aneinander dran, das heißt kurze Wege. Kannst du schon auch was sagen, gell, Speck? Ja, ich schaue das nur erstmal in Ruhe an. Kurze Wege heißt ja immer ziemlich viel Action am Anfang. Danke dir auch. Okay, Caps Locks an. Oh, das Versorgungsdepot ist am Bauen für Furzboy. Andy leider ein bisschen hinterher. Was haben wir da bei ihm? Oh ja, ein bisschen später angefangen. Andy geht scouten. Mal schauen, ob er gleich findet. Ich glaube schon, dass er gleich findet. Ja. Der spekuliert drauf, dass er gleich da ist. Wenn nicht, dann sehe ich weiter weg. Oh, und der BBF steht umeinander für Furzboy und macht nix. Aber jetzt wird er gleich angreifen, nämlich an. Oh, und noch die Überrang. Kommen. Furzboy ist der erste Gas. Aber der Andi ist ein bisschen langsam immer noch mit seiner Produktion. Mal gucken, was haben wir da? Income. Ist uns ziemlich gleich. Außer, dass wir da Gas haben beim Silvio. Und ja, Mineralien ist ja an den inzwischen ein bisschen voraus, weil er kein Gas hat. Der war nur Marines, wie es ausschaut. Das wird ein Rack-Build, irgendwas in der Richtung, oder ein Two-Rack-Build. Da bin ich ziemlich sicher, jetzt hat er auch zu, kommt er auch nochmal rein zum Scouten. Was natürlich nicht so voll ist, das sind wir schon mal machen müssen. Und da ist ein BWF. Wenn er jetzt all Gas klappt. Mal kurz abchillen, bei den heißen Quellen abdampfen. Und jetzt wieder zurück, schau, ob er nochmal reinkommt und kommt nicht mehr rein. Was für ein Pech. Dann noch gleich der Reaktor hinterher für Silvio. Und da kommt ein Bunker vorne dran. Yeah, der erste Marine ist am Bauen. Wow. Ah, der zweite Marine ist am Bauen. Der erste ist schon fertig. Du müsst jetzt Ruhe schicken. Hau aber nicht gecheckt, haben nicht. Und Silvio müsste auch den WBF angreifen, nicht den Bunker. Jetzt kommen alle WBFs! Oh no! Zu viele! Oh, das ist faul. Zu viele WBFs! Nee, das rentiert sich nicht. Hau ab mit den Dingern! Bau lieber Marauder! Hau ihn zusammen! Du hast einen High Ground! Aber hau ihn den Bunker! Hier kommen schon die ersten zwei Marines. Was hat er? Oh, zwei Marines auch, okay. Die werden wahrscheinlich rechtzeitig fertig. Aber hey, im Income hat er jetzt echt nachgelassen. 500 Mineralien mal hinterher. 300 Mineralien hinten dran im Moment. Andi hat 300 zu 400. Silvio hat bloß 50 im Moment. Gibt auch gleich wieder aus. Dafür hat er einiges an Gas, das er nicht produziert. Jetzt baut er ein Tech Lab. Gott sei Dank hat er einen Reaktor zuerst gebaut und kein Tech Lab. Ansonsten wäre schon stressig geworden. Obwohl, wenn er einen Marauder gebaut hätte, wäre das einigermaßen gegangen. Da stehen jetzt schon vier Marines drin, um Andi. Die, ja, ein Bunker. Andi baut eine Factory. Ja, und ein Bunker vorne ran. Der wird jetzt wahrscheinlich aufs Tor gehen, so wie es ausschaut. Oder Tanks. Drop. Irgendwas in der Richtung. Da muss sich der Silvio natürlich auch in Acht nehmen, mit der ganzen Aktion. Gucken wir uns mal die APM an, wie wir da unten nebeneinander stehen. Ja, da haben wir 30 beim Andi. 20 beim Silvio. Oh no, 60 beim Andi. Moment, Silvio macht gar nichts. Gar keinen Klick. Oh, jetzt hat er einen Klick. Das erste Versorgungsdepot. Dann können wir auch eher BBF. Silvio geht scouten mit Marine. Andi macht auch einen. Der geht oben rum.
hat ihn vielleicht gesehen. Müsste eigentlich gesehen haben. Marines haben sie beide 8 Grad. Silvio hat einen Marauder mehr. Jetzt, was haben wir dabei? Da haben wir Mule. EBFs ist der Silvio leicht von dran mit 2. Oh, Helions kommen. Ah, das wird ein Drop. Das wird 100 Probe. Das ist ein Helion Drop. Mal gucken, ob er die Inferno Flame. Ich glaube, so heißt das. Das infernale Zündsystem. Mhm. Und da stehen alle Einheiten beim Silvio vorne dran. Müsste natürlich auch. Vielleicht 1, 2, 3. Marines Marauder mit so einem Mineral hinterstellen. Grundsätzlich nicht verkehrt. Okay, an die bauten bei zweiten Starport. Ja. Damit er auch schön Medivex pumpen kann. Das wird interessant. Nicht schlecht. Da haben wir 2 Versorgungsdepots für einen Silvio. Das eine hätte er ein bisschen weiter in den Schatten reinbauen können. Oder zumindest noch eins in den Schatten rein, damit er da auch was sieht. Weil er bestimmt doch hinkommt. Wenn es Helium sind, weil das können wir nicht viel mehr da reinmachen. Okay, Andi, ich glaube, ich flieg los. Der erste Starport ist in der Mache. Was haben wir da? 3 Heliums drin. Oh, ich kann schon was anstellen. Muss der Silvio dann checken, wenn es soweit ist. Und ja, ein Tackler wird gebaut, aber Andi. Was man vorstellt, sie stehen noch nicht dran. Weil er noch ein bisschen Schmutz hat. No! Infernal Pre-Igniter! Okay, lässt sich also noch Zeit mit seinem Job. Das dauert nur ein Stück. Fliegt ganz außen rum, damit auch ja nicht gescoutet wird. Wenn da jetzt Marine nochmal aneinander stehen würde, irgendwo auf dem Weg, wäre das natürlich scheiße, aber. Steht's ja Gott sei Dank nicht, gell? Und was haben wir mit dem Silvio? Mhm. Inzwischen eine dicke Armee beieinander. Also die nimmt er auf jeden Fall auseinander, die Helions. Mal gucken, wie viel er WWF verliert. Weil wenn der Igniter draußen ist, dann ziehen die ganz schön rein. Das ist halt echt viel Check. Ja, eine Zyklette. Ja. Und so, mal gucken. Check das. 3, 1, 2, 3, 4. Oh, ist geblitzt. WBF, das hat er verloren, Set WBFs hat er verloren. Und alle WBFs fänden hinterher. No, no, no. Das war nicht gut. Oh, ja, ja. Ja, aber Set ist, glaube ich, gerade Marines hinten rein, dass er nicht mehr droppen kann. Okay, von mir Lots Tabs nicht zu schlimm. Mal gucken, wie viele WBFs jetzt. Oh, ich dachte schon, wie viele WBFs kommen dran. Silvio ist aber auch reingedroppt bei ihm. Aber er so, wahrscheinlich jetzt repariert er an jemand des Jacks. Oh, aber ein Mule ist nicht am Abernten und verklappert seine Energie. Denkt sich, hey, let's get a bit of sightseeing, why not? It's a pretty nice view from up here. City Skyline, ja. Jetzt kommt die Banshees. Und der eine Helium. Ah, ist leider nicht irgendwie schief. Mal gucken, ob er jetzt den Helium noch abzieht. Juhu. Direkt weg ab und noch 3. Hat auch ein Medivac inzwischen. Eine dicke Armee. Wenn er es anständig gescoutet hat oder hat er gesehen, was der Andi gehabt hat, dann könnte er dann nicht losgehen mit seinen Einheiten. Weiß er, dass der drin steht. Mal gucken, ob Andi kommt mit 2 Benches. Cloak ist erforscht. Es ist schon erforscht. Ja, stimmt. Ex müsste an jetzt auf jeden Fall noch. Naja, hat zu wenig Druck, um dann schon. Hat schon. Irgendwie, der Silvio hat seinen Urin, er hat gerade seine halbe Armee runtergezogen. Die 2 Banshees sind im Anflug. Oh, und fliegen über die Marines. Oh, und 2 Banshees.
sogar zu gecheckt. Aber jetzt hätte ich das Ganze halt auch jetzt in die Sportmaschinen gebaut. So. Na, sogar kein Sender übrig. Ich weiß nicht, ob die Reihe geht. Jetzt hat er wieder ins Klopfen. Wie lange steht das inzwischen? Oh, alle Bände sind dort. Schlechtes Mikro, schlechtes Mikro. was haben wir da hier? Current. Beide haben den Verkehrs. Der Silvio hat auch kurz auf 100 drauf. Immer so immer zwischendrin. Aber im Schnitt ist er noch auf 35. Ja, nee, so 40. Ja, die geben sich schon ein bisschen die Kante gegenseitig. Spending. Was haben wir da? Ja, der Andi gibt mir WSP aus. Deutlich mehr. Hat er auch mehr WBFs inzwischen. Und der Andi ist deutlich vorne dran mit dem Einkommen. Hat auch eine zweite Exit. Was war das, was da drauf gegangen ist? Habe ich nicht gesehen. Ach, der Bunker, den hat er jetzt wiederverwertet. Alles klar. Dann kommen die ersten WBFs, die geslidet werden. Zwei weitere Bunker. Okay, da schauen wir noch eine Defensiv-Exit. Ein Haufen Marode werden produziert beim Andi. Vier Marines, ein paar Banshees noch in der Basis. Keine Mix von Einheiten. Maschinenblock ist draußen. Upgrade für Waffen hat er schon erforscht. Eins. Naja, Andi hat noch eins. Keine Schockmunition, keine Kampfschilde, nichts erforscht. Silvio hat inzwischen das erste Upgrade. Oh, ein paar was haben wir noch? Oh, jetzt kommt der Block von Silvio aus Kanada. 4, 8, 12 und um die 18 Marines und 1, 2, 3 Marauder. Wenn er den Job anständig macht, könnte er irgendwann schon was hässlich werden. Aber er hat halt schon viele BBFs geslidet. Da muss er halt jetzt droppen und dann, wenn er die BBFs gesniped hat, gleich weiter. Andi kommt wieder mit zwei Benches an. Mal gucken, ob es das gegenseitig auf die Reihe bringt. In die Mineralien. Die Benches drehen ab. Jawoll. Das war nicht gut. Darf man nicht verlieren. Einfach bloß reindroppen, mal kurz alles platt machen und wenn du siehst, dass die Armee kommt, gleich weiter zur nächsten Mineralienstelle und schön knacken gehen. Aber die Kommandozentrale hat er immer vernichtet, jetzt hat er dann ja auch bloß mehr in die Kommandozentrale sein Einkommen. Aber der Silvio hat noch nicht expandet und seine Mineralien sind inzwischen ziemlich low, viel hat er nimmer. Muss er eigentlich nicht so schnell expandieren jetzt ansonsten. Ah, jetzt hast du zweites Gas wieder auf. Mhm. Und Turm hat er, 1, 2. Jo, was macht er jetzt, der Silvo? What is the plan? Armee weg reparieren. Es gibt ja sonst nichts Wichtigeres. Expandieren! Aber er lädt sofort den Dropship wieder voll und geht wieder drüber vermutlich. Die Expandier haben wir noch nicht gesehen. Tja. Andi hat mittlerweile neue Exe am Start. Ja, ein bisschen scouten müsste er schon. Dann wird er auch sehen, dass beim Andi der eine gesteht. Was kommt denn da nochmal? Drei Baracken. Da wird jetzt Einheiten pumpen, was das Zeug hält. Marauder, Marines werden produziert. Kommen raus. Panzer sind ein Haufen. Ja, aber ihr könnt sehen, er fliegt jetzt mit die Dropship hier hoch. Oh ja, die ersten Türme sind schon am Bauen. Also einer ist schon fast fertig. Und zwei, drei weitere Produktionen in der Schleife. Dann räumt ihm jetzt die Echse aus, schätze ich mal. Ja.
meisten Leuten drin. No. Oh, was für ein Debakel. Das darf schon nicht passieren. So, inzwischen hat er keine Mineralien mehr. Mal gucken, was checkt. Ah, es wird langsam eng. Ah, jetzt baut er noch eine Kaserne hin. Gut so. Ja, wenn die Mineralien dann aus sind, kann er wenigstens das Ding dann rüberfliegen. Und genug Energie hat er ja auch, um ein paar Mules rauszuhauen, wenn es sein muss. Oh, jetzt kommt der erste. Der erste Mini-Ding raus, wenn man den. Ich glaube, der war vorher schon raus. Aber haben wir vergessen, dass es heißt. Und die drei Panzer sind da. Jo, das bin ich eigentlich. Okay, und baut seine Echse auf. Was war da? Die Türme fertig gebaut, die meisten Upgrades, Angriff und Verteidigung ein aufgewertet. Oh, Supply Block da. Nee, yes, ist Maria. 67 zu 66, also ist immer recht even. Okay. Wo ist inzwischen die nächste. Da kommt der Angriff vom Angriff zu seinem Edi-Weg ist uns auf. Wohnt er nicht mit seinen Leuten. Und die Kommandozentrale macht nichts. Halt mal weg, die irgendwo woanders hin. Die Verbände stehen immer noch an der Echse von Silvio, wo er geäxt hat. Also, wenn die sich entscheiden, da mal rüber zu gucken, steht da nicht viel, womit er sich verteidigen kann. Eigentlich gar nichts. Ja, keine Ahnung, vielleicht hatte der Andi auch vergessen, dass sie da steht. Weiß ich nicht. Silvio müsste jetzt mal zurückschicken. Okay, viel steht da nicht mal beim Silvio. Oh, ein Medivac hat er vergessen. Ein paar Einheiten stehen verteilt in der Gegend umeinander. Oh, der versucht er zu droppen. Da müsste ihm die Versorgung abschneiden. Das wäre das einzigste, womit er das noch umreißen kann. Aber. Ja, der baut zwar seinen Starport nach, aber. Aber man kann eine gute Idee, also sagen wir hier ein bisschen Zeit lassen. Was natürlich mit Silvio ein bisschen Möglichkeiten gibt, hier neu aufzubauen. Aber wenn ich mir das anschaue, was beim Andi alles drinsteht und die ganze Produktion, die da im Moment abläuft, da ist schon ein großer Unterschied. Silvio verdient aber deutlich mehr im Moment als der Andi. Wie kommt's? Bin mir nicht sicher. Haben die irgendwie ein paar WWFs versäppt nachzubauen? Achso, ja, wir haben aber so viel ausgebaut. Die Bank muss ich mir vorher. Ich glaube, die ganzen Sachen schnell genug nachbauen kann hier. Was baut er denn? Vikings. Ah, 2, 4, 6, 7 Vikings in der Warteschleife. Wie viele Mineralien sind das? 1000 Mineralien und 7 mal 7 ist 490 oder 500 bis Bienen stecken da in dem Schlafen drin. Das macht nix. Schon heftig. Ja. Mal gucken, was rennt das? 20 Mineralien. Medivac. Naja. Das ist auch noch. Das ist ein Beispiel. Viel kann er.
Windows runtergelassen, WWS nachgebaut, hat inzwischen Zeit gehabt. GBS Supply Blocks. Die Goldechse ist am Produzieren. Und was macht der Andi jetzt mit seiner Armee? Guckt er sich das mal an, was da noch rumsteht? Der denkt sich wahrscheinlich, dass das letzte ist vom Silvio. Mal gucken. Hat es also nicht getan, dass Silvio unten expandiert hat? Interessant. Das ist natürlich ein Vorteil für Silvio. Andi geht im Siege Tank scouten, schätze ich mal. Ein bisschen dick zum Scouten, aber was soll's? Okay, der bleibt vor den Klippen stehen. Geht nicht weiter. Kann nicht fahren. No, no. Wohin, Bro? Das kommen aber zweimal oder zweimal links nach. Oh ja, das kommt die ganze Armee jetzt nach. Oh, was schießt? Und vor allem wo? Jetzt hat die Vikings gesehen, jetzt weiß ich, dass der Familie wechselt, sind wir gleich wegräumen müssen. Eieiei. Okay, Andi hat ohne Medivax unterwegs. Mal gucken, aber so viel hat der Silvio leider nicht in seiner Basis stehen. Die Medivax sind auch irgendwo halb angeschlagen, kräftig am Marines produzieren. Hat auch genug Mineralien, um gleich mal zwei Marines in seiner anderen Baracke zu bauen. Mal gucken, ob es der Andi hinkriegt. Oh ja, wenn er jetzt angreift, dann hat er immer noch zu viel für einen Silvio. Der bräuchte halt jetzt seine nicht verkehrt. War ein gutes Match. Ja. Beide eigentlich gut gebettelt. Spoiler Reaktor, den Starpunkt noch an. Oh, und einfach so aus dem Buch einfach im Gehorn stehen, der Silvio. Leider Gottes hat es gewirkt. Da hätte er mal angegriffen. Ja, so wie das ausschaut, ist das das Einzige, was da noch hat. Ja, normalerweise ist das jetzt ein GG. Well played, kommt von Andy, einmal frei. Silvio ist ein bisschen angepisst, dass er nicht ganz hingehauen hat. Oh, hat den Andy inzwischen immerhin 30 Minuten lang, eine halbe Stunde lang aufgehalten. Das ist nicht verkehrt. Andy zwar ein bisschen versappt mit seinem Micro, aber vor allem mit den Benjis, das hat ziemlich reingezogen. Die waren scheiß teuer, die Dinger. Das hätte er besser machen können. Und dann später hat er es nicht gecheckt, aber ja, Silvio ein bisschen Fehler gemacht mit seinen Drops. Da hat viele von seiner Armee verloren. Hätte nicht gebraucht. Einfach wieder zurück in die Medivex, über die andere Seite heilen und der neue, der nächste Drop und so weiter. Kann man schon jemanden am Laufen halten. Aber jo, sind inzwischen die Vikings unterwegs vom Andi, der sieht sich dann auch gleich. Ready to butter. Okay.
Okay, sehr gut. Psyche, gib mich auf. Fast schon gewonnen hätte werden. Er hat sich endlich dazu entschieden und good game. Gab es leider keins, aber ich glaube, das hat er so gemeint.